meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video und zwar zu einem neuen Disney vs. Original. Heute möchte ich mit euch Ariel besprechen, beziehungsweise die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. In unserer Disney-Version trägt diese wundervolle, kleine, süße Meerjungfrau den Namen Ariel. Im Original ist das arme Geschöpf ganz namenlos. Die Welt an Land ist ganz, ganz furchtbar und grausam und gefährlich, geht da bloß nicht hin. Da lobe ich mir doch den alten Meereskönig, der sagt, ach komm, bist du 15, geh an Land, genieß es, schau dich um. Wie wir ja alle wissen, hat Ariel nur 3 Tage Zeit an Land, damit der Prinz sich in sie verliebt. 3 Tage nur! Auch hier ist es im Original für die kleine Meerjungfrau viel, viel besser. Da hat sie nämlich so lange Zeit, bis sich der Prinz verliebt. Unsere liebe Ariel hat ja wieder mal Glück im Unglück. Der Prinz verliebt sich in sie und am Ende kann sie ein Mensch sein. Im wahren Leben ist es ja leider oftmals anders. Und auch bei der kleinen Meerjungfrau verliebt sich der Prinz natürlich in eine andere. Und was passiert mit der kleinen Meerjungfrau? Sie ist tot. Löst sich in Schaum auf, das arme Geschöpf. Aber auch bei Ariel möchte ich natürlich nicht nur sagen, was haben die denn mal wieder alles geändert? Nein, es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass sie in beiden Versionen keine Stimme hat, wenn sie ernannt ist. Das arme Ding muss sich mit Händen und Füßen verständigen. Und so viel zu Ariel, beziehungsweise die kleine Meerjungfrau. Welche Version gefällt euch denn besser? Ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt das Original sehr, sehr gut und fast noch ein bisschen besser als die Disney-Version. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Ich habe mich wieder kurz und knapp gehalten, so wie es sein soll. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!